Coaching auf Basis non-direktiver Gesprächsführung. Ein Coaching auf Basis non-direktiver Gesprächsführung zielt auf die folgenden 5 Aspekte ab. Es ist ein humanistischer Ansatz und das Hauptkonzept ist, dass Menschen im Allgemeinen vertrauenswürdig, einfallsreich und fähig zu Selbstverständnis und Selbststeuerung sind, sowie fähig, konstruktive Veränderungen vorzunehmen und ein effektives und produktives Leben zu führen. Der personenzentrierte Ansatz konzentriert sich darauf, dass der Klient Selbstverständnis erlangt, Selbstexploration startet und Selbstkonzepte entwickelt. Selbstexploration bedeutet in diesem Zusammenhang, dass man seine eigenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und Motivationen betrachtet und fragt, warum. Es handelt sich um die Suche nach den Wurzeln dessen, wer wir sind, Antworten auf alle Fragen, die wir über uns selbst haben. Für einen erfolgreichen Coaching-Prozess stehen auch die Qualitäten des Coaches im Vordergrund, der die Fähigkeit zu empathischem, nicht wertendem Verständnis benötigt. Der Coach bietet keine Ratschläge, Anweisungen und Interventionen. Es ist wichtig in diesem Kontext, dass die fehlende Richtung in ihrer reinsten Form sowohl für den Inhalt als auch für den Umfang der Gespräche gilt. Das führt Coach und Klient zu einer Beziehung, die es dem Klienten ermöglicht, Probleme zu lösen und zu helfen, selbst Veränderungen vorzunehmen. All das basiert auf der Verantwortung, die der Klient für sein Leben übernimmt. Wie wir aus Rogers Persönlichkeitstheorie wissen, hat der humanistisch geprägte, nicht direktive oder klientenzentrierte Weg mehrere Schlüsselkonzepte. Die wichtigsten sind die folgenden: Selbstverwirklichung. Menschen streben nach Selbstverwirklichung. Die Selbstverwirklichung bezieht sich auf eine vollständige Entwicklung, die während des gesamten Lebens anhält. Dabei arbeitet das Individuum auf intrinsische Ziele, Selbsterkenntnis, Autonomie und Selbstregulierung hin. Wertebedingungen beziehen sich auf beurteilende und kritische Aussagen wichtiger Personen, die die Art und Weise beeinflussen, wie ein Individuum auf bestimmte Situationen reagiert. Wenn eine Person aufgezwungene Wertevorstellungen hat, ist die Distanz zwischen Real-Selbst und Ideal-Selbst groß. Diese Distanz wird Inkongruenz genannt. Wenn eine Person distanzfördernden und dominierenden Umgebungen ausgesetzt wird, kann dies auch negative Auswirkungen auf das Selbstbild haben. Voll funktionsfähige Personen sind laut Rogers in der Lage, sich selbst zu verwirklichen. Je näher sich Selbstbild und Fremdbild der Person sind, desto kongruenter und konsistenter und auch höher ist das Selbstwertgefühl dieser Person. Phänomenologische Perspektive. Der Ansatz, bei dem der Fokus auf den direkten Erfahrungsberichten des Individuums und seiner eigenen Welt liegt. Carl Rogers nannte 6 hinreichende Bedingungen, die für eine Änderung notwendig sind. Erstens, Kontakt zwischen Coach und Klient. Es muss eine Beziehung zwischen Klient und Coach bestehen und sie muss in der Wahrnehmung der jeweils anderen Person als wichtig angesehen werden. Zweitens, die Inkongruenz des Klienten. Es besteht eine Inkongruenz zwischen der Erfahrung und dem Bewusstsein des Klienten oder mit anderen Worten zwischen dem realen Selbst und dem idealen Selbst. Drittens, Kongruenz. Der Coach ist kongruent innerhalb der Coaching-Beziehung. Der Coach ist tief involviert, agiert aber nicht. Er kann auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, um die Beziehung zu erleichtern. Viertens, die bedingungslose positive Wertschätzung des Coaches. Der Coach akzeptiert den Klienten bedingungslos, ohne Urteil, Ablehnung oder Zustimmung. Dies erleichtert dem Klienten eine erhöhte Selbstachtung. Der Klient kann damit beginnen,
sich der Erfahrungen bewusst zu werden, in denen andere ihre Sicht auf sein Selbstwertgefühl verzerrt haben. Fünftens, empathisches Verständnis des Coaches. Der Coach erfährt mit Hilfe empathischen Verständnisses etwas über die inneren Lebensbezüge des Klienten. Einfühlungsvermögen seitens des Coaches hilft dem Klienten, der bedingungslosen Zuneigung des Coaches zu vertrauen. Sechstens, Wahrnehmung des Klienten. Der Klient nimmt die bedingungslose positive Einstellung und das empathische Verständnis des Coaches in einem bestimmten Ausmaß wahr. Drei dieser Bedingungen sind als Kernbedingungen bekannt geworden. Rogers behauptete, dass der wichtigste Faktor für ein erfolgreiches Coaching das Beziehungsklima ist, das durch die Haltung des Coaches gegenüber dem Klienten entsteht. Er nannte drei miteinander verbundene Kernbedingungen: Kongruenz, bedingungslose positive Wertschätzung und Empathie. Alle Aspekte in den vorangegangenen Folien führen uns zur Frage: Was ist Coaching mit Hilfe nondirektiver Gesprächsführung? Zuerst wollen wir die Unterschiede direktiver und nondirektiver Ansätze deutlich machen. Im nicht direktiven Coaching ist der Klient der Experte und er oder sie legt die Agenda fest. Der Coach hilft dabei, die Agenda zu durchdenken und kann dann eigenes Fachwissen anwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Nicht direktives Coaching ist fördernd. Es basiert auf reflexivem Lernen und strukturierte Problemlösung. Der Coach benötigt Kenntnisse darüber, wie er Menschen helfen kann, sich selbst zu erforschen und Probleme zu lösen. Beim direktiven Coaching legt der Coach Ziele für den Einzelnen oder die Gruppe fest. Er schlägt Strategien vor, um diese Ziele zu erreichen, identifiziert Ressourcen, überwacht die Leistung des Einzelnen oder der Gruppe und gibt ihnen Feedback. Der Coach ist der Experte und sagt dem Einzelnen oder der Gruppe, was zu tun ist. Direktives Coaching ist unterweisend. Es ist eine andere Form des Lehrens oder Trainierens. Der Coach benötigt Expertenwissen über die Leistung im gegebenen Kontext. Nicht direktives Coaching konzentriert sich darauf, Menschen dabei zu helfen, selbstbeschränkende Einstellungen und Annahmen zu überwinden. Dies geschieht, indem diese Einstellungen und Annahmen im Kontext der praktischen Problemlösung in Frage gestellt werden. Ohne darauf einzugehen, warum der Klient eine Annahme gemacht hat, hilft das nicht direktive Coaching dem Klienten, es als eine Annahme und nicht als eine Tatsache anzuerkennen und darüber hinaus weiterzudenken. Einer Person aufzuzeigen, dass sie in der Lage ist, Probleme zu lösen, liefert konkrete Beweise für ihre Fähigkeit, sich zu erforschen und zu entwickeln. Der Prozess des Coachings kann in vier Phasen dargestellt werden. Das Erstgespräch dient dabei dem Beziehungsaufbau, Relationship Building, der Klärung der Ausgangssituation, der Anforderungsklärung und dem Ermöglichen erster psychologischer Linderung. Das zweite Gespräch ist wesentlicher, weil hier der weiterführende Prozess geklärt wird, die Spielregeln vereinbart und Ziele gesetzt werden. Im weiterführenden Prozess geht es dann um das Begleiten, das empathische Einfühlen, die nicht wertenden Rückmeldungen, das Ermöglichen der Selbstexploration. Das Abschlussgespräch ist dann gekennzeichnet durch eine Auswertung, die Sicherstellung des Transfers und die Vereinbarung weiterer Kontakte und Gespräche. Während des Prozesses können verschiedene Techniken als Hilfe eingesetzt werden. An dieser Stelle sind 6 Techniken genannt. Erstens, einfühlendes Hören. Um Hilfe anzubieten, muss der Coach den Klienten verstehen.
Der Coach gewinnt dieses Verständnis, indem er genau darauf achtet, was der Klient sagt, wie er es sagt und was er nicht sagt. Einfühlendes Zuhören erfordert, dass der Coach Urteile aussetzt, alle Tagesordnungen außer Kraft setzt, auch Checklisten, und seine eigenen Annahmen hinterfragt. Der Coach wird nicht nur erklären und zusammenfassen, um sein Verständnis zu bestätigen. Er wird auch dem Klienten die Zeit lassen, seine Gefühle anzuerkennen, die er als emotionalen Inhalt des Gesprächs transportiert. Einfühlendes Zuhören ist der Schlüssel und Erfolgsfaktor der nicht direktiven Gesprächsführung. Zweitens, gezieltes, nicht direktives, nicht wertendes Hinterfragen. Im Kontext des nicht direktiven Coachings stellt dies sowohl eine Erweiterung als auch eine Entwicklung des einfühlenden Zuhörens dar. Es ist nicht wertend, aber immer zweckmäßig. Die Aufgabe ist, dem Klienten zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Zu diesem Zweck konzentriert sich das Hinterfragen darauf, was der Klient benötigt, wie er etwas tun wird und wann er es tun will. Das einzige Ziel des Coaches ist es, nachzuvollziehen, was der Klient sagt. Das Fragen hilft dem Klienten, weil er damit die Möglichkeit erkennt, mit jemandem zu sprechen, der ein echtes Interesse an seinem Erfolg hat, an seine Fähigkeiten glaubt und weiß, wie man sich auf Kurs hält und nicht sagt, was zu tun ist. Drittens, konstruktive Herausforderungen. Das Aufzeigen konstruktiver Herausforderungen unterstützt den Kunden, sich weiterzuentwickeln. Der Klient kann dadurch mehr Optionen identifizieren oder die Bedeutung einer Erfahrung neu überdenken. Es hilft, den Klienten auf sein Ziel zu fokussieren oder für eine Verpflichtung einzustehen. Es entwickelt im Klienten das Bewusstsein, Verantwortung zu übernehmen, allerdings immer unterstützend und zu seinen eigenen Bedingungen. Viertens, Vertrauensaufbau und Bestätigung. Durch die Kombination von einfühlsamem Zuhören, gezieltem, nicht urteilendem Fragen mit konstruktiver Herausforderung wird Vertrauen aufgebaut. Das bestätigt dem Klienten, dass die Fähigkeit, ein Ziel zu erreichen, in ihm steckt. Wenn der Klient selbst Zweifel äußert, bietet der Coach die nötige Sicherheit, indem er ausdrücklich sein Vertrauen in die Fähigkeit des Klienten ausdrückt. Wenn der Klient Fortschritte macht, egal wie klein, weist der Coach darauf hin und hilft dem Klienten, sie auf seine eigenen Bemühungen zurückzuführen. Fünftens, motivierende Gesprächsführung. Sie ist gekennzeichnet durch 4 Schritte. Engagement bedeutet, den Klienten einzubeziehen, um über Probleme, Sorgen und Hoffnungen zu sprechen und eine vertrauensvolle Beziehung zum Coach aufzubauen. Fokussieren sorgt dafür, die Gespräche auf Gewohnheiten oder Muster zu fokussieren, die der Klient ändern möchte. Aufruf bestärkt den Klienten in seiner Veränderungsmotivation, indem das Gefühl des Klienten für die Wichtigkeit von Veränderungen, das Vertrauen in Veränderung und die Bereitschaft zur Veränderung gesteigert wird. Planung bedeutet, praktische Schritte zu entwickeln, die der Klient unternehmen möchte, um die Veränderungen umzusetzen. Sechstens, kognitives Umstrukturieren als Technik, Veränderungen umzusetzen. Die kognitive Umstrukturierung umfasst 4 Schritte. Zum einen die Identifizierung von problematischen Kognitionen, die als automatische Gedanken bekannt sind, und dysfunktionale oder negative Sichtweisen auf das Selbst, die Welt oder die Zukunft sind. Diese basieren auf bereits bestehenden Überzeugungen über sich selbst, die Welt oder die Zukunft. Der 2. Schritt der kognitiven Umstrukturierung ist die Identifizierung der kognitiven Verzerrungen in den Gedanken. Der darauffolgende 3. Schritt, die rationale Auseinandersetzung mit den Gedanken, zum Beispiel mit der sokratischen Methode. Und abschließend die Entwicklung einer rationalen Widerlegung der Gedanken.